Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nimm deine Axt! Nein, Varin. Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Damit willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla auf der PlayStation 4. Der erste Teil war schon geil, mal gucken, wie es weitergehen wird. Wir sind noch recht am Anfang und wir haben die Rüstung abgelegt und es ist kalt. Was erwartet uns hier aber als nächstes? Das weiße Licht. Das war's auch schon für heute. Macht's gut. Schönen Tag euch noch. Kommt gut nach Hause. Keep it auch mal geil. Ladezeiten. Noch haben wir Ladezeiten. Eivor, was ist mit dir? Bind uns los. Was? Oh. Ja, natürlich. So, unsere Besatzung haben wir in der letzten Folge gesucht, gefunden und jetzt werden sie befreit. Schön, mit Zaubertricks. Aber das war nicht der einzige. Hey, Männer! Schämt euch nicht! Danke, wir kämpfen jedes Mal, auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Dann sage ich es euch dreimal. Angriffe mit zwei Waffen. Halte L1. Okay. Achso, beim Abwehren verlierst du auch Ausdauer. Wir haben einen blauen Balken mit Ausdauer. Mahlzeit, alles klar. Man kann sich also heilen, das heißt hier Mahlzeit. Gehört er nicht zu uns? Ach ne, die hören nicht zu uns. Ich hab gerade total verwechselt, Alter. Ich hab nichts zu essen. Aber das mit dem Kämpfen wird sich wahrscheinlich mit der Zeit noch ändern. Wir sind ja noch recht am Anfang. Gehörst du zu uns? Hoffentlich gehörst du zu uns. Du gehörst nicht zu uns. Okay, RIP. Verflucht seid ihr. Was kommt denn jetzt hier sofort mit Pfeil und Bogen? Kommt denn nicht immer im Verlauf eines Spiels? Was sagtet ihr? Das ganze Zeit auf Erschießen mit Pfeil und Bogen, hör mal! Ups. Aua. Oh nein, erster Kampf und ich gehe schon sofort drauf. Was ist denn hier los? Oh. Der hat doch gar nicht auf mich geschlagen. Oh. Letzter Spielstand laden. Wie? Wenn wir draufgehen, starten vom letzten Spielstand? Alter, das wird der... Ah, wenn wir... Das ist nice. Das ist von alten Assassin's Creed. Das sollte jeder, der Assassin's Creed gespielt hat, mindestens einmal gesehen haben. Assassin's Creed 2 habe ich das sehr oft gesehen, weil Assassin's Creed war auf der PlayStation 2 und es hat sehr... Ne, PlayStation 3, Entschuldigung.
PlayStation 3 und das hat sehr lange geladen. Noch ein Grund, warum man in diesem Spiel nicht drauf gehen möchte. Aber da sind wir wieder zurück, meine Damen und Herren. So, Rüstung erhalten. Wir sollen uns doch was anziehen. Tut mir leid, Männer. Oh, ich sehe gerade auf Twitch live, meine Zuschauer sind alle weggegangen. Ey, boah, du hast das Prinzip nicht verstanden. Guck mal auf Twitch. Je weniger du anhast, desto mehr Zuschauer hast du. Nicht je mehr du anhast. Okay. Ja, dieses Ladezeiten gab es in allen Assassin's Creed nicht. Oha. Also meine Männer, ich brauche meine Männer. Ich brauche immer noch meine Männer. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir die Ausrüstung jetzt haben. Schlag zu wie Thor? Alter! Oh Mann! Ich muss mich doch ans Kämpfen gewöhnen. Aua. Also an eine Sache muss ich mich gewöhnen und zwar... Ah, dran kann man auch wieder. Ihr werdet auch so enden. Ich muss mit denen zusammenkämpfen. Das wird kein Alleingang. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her. Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Einen Moment, ich muss mal gucken. Wo ist denn unser Schiff? Also wie sieht die Hauptmission aus? Okay, grün. Diese grünen Punkte. Nein. Hallo. Boah, ich bin auch Frauen mit. Schön. Hey Männer, wir kennen uns doch. Also ich muss mich hier an wirklich einiges gewöhnen, ey. Kampfsystem ist doch anders. Ich kann auch nicht sagen, ob das schlecht ist oder gut ist. Oh! Gut, dass es im Schnee gelandet ist. Die verlieren Köpfe. Körperteile kann man auch verlieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, normalerweise gehe ich nicht in Aufnahmen auf Spenden ein, sondern sage danach Dankeschön und so weiter. Aber gerade eben wurden auf Twitch von unserem hammergeilen VIP Royal 10 Subs verschenkt. 10 Subs. Da lassen wir die Herzen fliegen und ich bedanke mich bei Royal für diese Unterstützung. Ich weiß gar nicht, ob wir noch weiterkämpfen müssen. Also ich mache es kurz, ne? Später wird es nochmal ausgiebig bedankt. Ja, wir können auf unser Schiff. Ich habe mir etwas Größeres vorgestellt. Ja, Eivor ist da. Ah, guck mal, wir haben automatische Dings.
filmischer Kamerastil haben wir. Sind wir die Kamera da? Nein, sind wir nicht. Ups, ups. Ach ja, und an dieser Stelle muss ich sagen, Royal hat insgesamt 257 Subs verschenkt. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste. Und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Okay. Eine Sache, die wahrscheinlich schon nerven wird, ist Thema Karte. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, wenn jetzt möglich, bitte wenden. Ich finde das schade, dass Assassin's Creed keine Karte mehr anzeigt. Das ist ein grundlegender großer Wunsch, den ich habe. Ich brauche so eine kleine Karte. Das hier, was wir hier haben, da oben, das gefällt mir nicht. Egal, wir machen jetzt mal unsere lange, kurze Reise. Ich meine, es geht schnell voran. Wir haben ein bisschen Baba Natur. Wir können einfach mal die Sonne auf unsere zarten, blutverschmierten Haut genießen. Schnellreisen ist hoffentlich auch ein wichtiges Element, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie ein Let's Play Video nur mit Reisen machen. Weißt du, ich möchte nicht der Reisesimulator spielen. Dafür gibt es andere Spiele, womit du das spielen kannst. Oh, Achtung! Es muss später einfach so sein, dass es eine Schnellreise gibt. Ich denke mal, Assassin's Creed Valhalla ist eins der letzten Story-Spiele, die ich auf meiner PlayStation 4 spielen werde, auf der guten alten PlayStation 4. Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kiltwies Männer. Sie nagen an jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Das plündern Männer. Bei Odins Bate. Und so holen wir uns Egg 1A. Egg 1A, du gehörst ein bei uns. Nächstes Mal vielleicht auch mal andere Farben und Rüstung, damit man unterscheiden kann, wer ist. Gehen, ey, du gehst uns, ey. Voll geil, ey. Oh. Lieber Arm dran als Arm ab. Was zurück zum Schiff, Alter? Wir müssen auch plündern. Gehen wir sofort zurück zum Schiff. Reichtum. Barenbücher des Wissens und Ausrüstung. Alles bestimmt hier versteckt. Der Knochenbeißer. Okay, Männer. Ich hab geplündert. Ihr seid mir egal. Kommt. Schießt denn dann einer? Und zurück. Und zurück. Und den Vorwärtsgang. Los.
Haben Wikinger früher keine Lieder gesungen oder sowas? Schildvieh wird uns jagen, rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Warum sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Hast du ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur 8 Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Ja, aber mein Vater und meine Mutter wurden vor meinen Augen erledigt. Ich stehe in diesem Kampf alleine. Ich bin ein Assassine. Oder, nee, bin ich ein Assassine schon? Ich glaube, ich bin ein Assassine. Oder ich werde zum Assassine, weil so fängt jedes Assassin's Creed an. Du bist ein Kind und dann heißt es Schnippschnapp, Eltern, Familie, Tante, Hund, Katze. Zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Ich finde den Namen Sigurd irgendwie lustig. Wir werden verbannt. Assassin's Creed, Leute, wir werden verbannt. Töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte es ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Sie haben ihr Ziel erreicht. Willkommen zu New Asgard. Noch ein Stück, noch ein Stück. Gut. Cool. Raubzug beginnen. Komm, wir plündern uns zu Hause. Selber aus. Meditieren für Schnellsprechen. Nee, Schnellsprechen ist auf Jörg. Schnauze. Ich muss kurz meditieren. Sieh an, die Nährerin der Raben kehrt zurück und nicht mal halb tot. Nein, halb lebendig. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht. Obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen.